Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Folge von FIFA 19 Ultimate Team. Ja, heute ist ein kleines Pack-Opening angesagt, ja. Aber nur ein kleines, ich werde nur die Packs öffnen, die ich hier von EA bekommen habe. Aber das sind ganz schön gute Packs eigentlich. Wenn ihr mal ein krasses Pack-Opening sehen wollt, wo ich richtig, ja, doch ein bisschen Geld in FIFA investiere, dann könnt ihr mich gerne, super gerne unterstützen. Entweder der erste Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr spenden. Oder ihr unterstützt mich eben mit einem kostenlosen Abo, einem Daumen nach oben und natürlich unterstützt ihr mich mega, wenn ihr die Videos immer bis zum Ende guckt. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Dann kann es natürlich auch krassere Projekte geben und ich kann auch ein paar Euro dann mal in FIFA 19 investieren. Ja, ich wollte euch hier mal mein Team zeigen, denn ich habe ja bisher ein, zwei Partien gespielt. Wie gesagt, nicht viel Ultimate Team. Ich bin ja nicht so der Ultimate Team Zocker, aber ich will doch ein bisschen mehr spielen dieses Jahr. Das ist mein Team. Ja, wir haben hier Kagawa, der jetzt leider abgelaufen ist. Da müssen wir uns einen anderen ZM suchen. Den können wir eigentlich schon in den Verein packen. Natürlich können wir das Team heute auffrischen, aufbessern mit ein paar guten Spielern in Packs, falls da was vorhanden sein sollte. Das war noch der aus dem Stream. Den können wir einfach mal verkaufen, weil der will, den will eh keiner, den Typen. Den ballern wir einfach mal weg. Wir haben 8000 Coins. Wir werden jetzt ein paar Packs öffnen. Erstmal hier ein Champions Pack. Spieler nach Wahl. Ich darf mir jetzt ein Champions-Spieler aussuchen, einen aus der Champions League eben, logischerweise. Champions-Spieler, Champions League, wisst ihr Bescheid. Ja, die sind leider nicht so fresh. Oh, ich bin nicht so begeistert, muss ich sagen. Also entweder, nee, ich nehme Jones, komm. Er hat nur 58 Tempo, aber ich nehme Jones, keine Ahnung. Sorry, wenn ich da was Falsches jetzt gemacht habe in euren Augen, aber ich nehme ihn hier. Weil es kann sein, dass ich mir ein Premier League Team mal mache. Nach den Packs, hier sind, hier kommen jetzt die krassen. Die Packs sind echt krass, die beiden hier hinten. Die sind echt, die, da können echt was Geiles drin sein. So, wir ziehen hier Neymar. Das ist so ein Leihspieler halt. Mega geil. Alter, Neymar. Die Mucke ist geil. Alter. Kommt der jetzt nicht, ist das kein Walkout? Das ist so ein Walkout, als ob der nicht rauskommt. Bloß weil es eine Leihkarte ist, kommt der nicht oder was? Will mich doch verarschen, oder? Prank oder was? Sobald ich übrigens die ganzen Packs geöffnet habe, werden noch ein paar coole Tore eingeblendet. Denn ich habe einfach mal in der Trainingsarena hier vor der Aufnahme ein bisschen, rumexperimentiert und habe da ein paar coole Tore dabei geschossen. Oh mein Gott, ist das wohl Ronaldo? Alter, hätte ich mir nicht denken können. Nee. Ronaldo im Pack. Alter, so nenne ich den Titel. Sorry fürs Clickbait, musste aber sein. Ich glaube, so nenne ich den Titel echt einfach so Spaß. Ist ja krank. Alter. Jetzt kommen wieder die Dislikes wegen dem geilen Titel. Jetzt kriegen wir noch ein paar Trikots. Der Wahnsinn. Einfach alle in den Verein und fertig. Jetzt kommen wir aber zu den geilen Packs. Die zwei werden jetzt bestimmt hoffentlich mega cool. Wir haben hier 24 Objekte, 24 Gold, 7 selten. Leute, es ist übrigens heute keine Facecam am Start, weil ich im Sonntagsoutfit bin, sag ich mal. Wir haben gerade mit Jan gestreamt. In dem Stream habe ich das auch erzählt. Ihr könnt bei dem Stream super gerne vorbeigucken. Rechts oben beim E verlinkt. Da habe ich das auch schon erzählt. Ich bin leicht angeschlagen, leicht krank. Und das ist einfach, ich bin gerade so im Jogginganzug, so mit Jacke und allem und dran und da hatte ich keinen Bock, die Facecam jetzt anzuschmeißen. Okay, wir öffnen das Pack. Bitte, bitte sei einfach was Gutes drin. Naja. Naja. Oh ja. Nicht so geil, hätte besser laufen können. Aber hier ist auf jeden Fall viel drin. Oh, wir haben hier Jones. Lol. Ein Ball, was für ein Ball haben wir momentan? Den aktivieren wir einfach mal. Atletico Madrid, das Trikot ist cool. So, das können wir wegpacken. Zweite Bundesliga, das braucht doch kein Mensch, Alter. Weg damit. Alter, so ein Zeug haben wir auch. ZM zu ZDM. Solche Dinger sind ja meistens ultra teuer, da können wir gleich mal nachgucken. So, Preisvergleich, gucken wir einfach mal rein. So, du bist nichts wert. Tschüss. Bist du irgendwas wert? Nope. Ich hatte ja vor, Leute, ein 100-Euro-Pack-Opening zu machen zum Start von FIFA.
Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Vor allem auch, weil die Leute auf Instagram so abgestimmt haben, dass, also es waren viele dafür, aber es waren auch extrem viele dagegen, weil sie einfach gemeint haben, dass es Geldverschwendung wäre. Und dann habe ich gedacht, okay, die haben ja recht. Und dann habe ich es gelassen. Okay, ja, die kriegen wir auf jeden Fall weg. Nicht zu krasse, zum krassen Preis, aber die kriegen wir auf jeden Fall weg. Ihn will ich behalten, weil er auch Premier League ist, auch wenn es da deutlich bessere gibt. Und den Rest behalte ich auch einfach mal. Die stoßen wir ab, weg damit. Und dann haben wir wieder ein paar Coins. Die verkaufen wir gleich. Wir kaufen uns auch ein ZM, wenn wir jetzt hier keinen ziehen. Und dann, wie gesagt, zeige ich euch noch ein paar coole Szenen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, wie gesagt, abonnieren würde sich lohnen. Ich bringe ganz, ganz viele coole Sachen zu FIFA. Ich habe auf meinem Kanal schon eine Torwartkarriere, eine Trainerkarriere, bringe eine Koop-Karriere und alles so cooles Zeug, Alter. Wow, das ist der Wahnsinn. Oh, wir haben hier 1000 Münzen. Ja, ist ja krass. So, die behalten wir einfach. Spielerheilung, Alter. Fitness haben wir hier. Super klasse. Das ist so das, wofür sich ein Pack-Opening am Anfang lohnen würde. So Fitnesskarten, ein paar Münzen kriegt man einfach dadurch auch. Durch Pack-Openings. Auch wenn es nicht viel ist. Ja, komm, den kann man abstoßen. Aber ich denke, nächstes Jahr mache ich das auf jeden Fall. Nächstes Jahr bin ich mal so schlau und kaufe mir einfach für FIFA 19 Coins. Wenn sie echt günstig sind, wenn sie echt zum günstigen Preis sind, dann kaufe ich mir Points, meine ich. Für FIFA 19 Points. Und baller die dann nicht raus. Ich bewahre mir die dann auf für FIFA 20, lass die dann übertragen und mach dann richtig freshes Pack-Opening. Was weiß ich, 100, 200, 300 € oder was auch immer. Halt, wenn sie richtig, richtig günstig sind. Je nachdem, was ich eben mit YouTube auch verdiene, das muss man so sagen, Leute. Auch wenn das vielleicht blöd klingen mag. Aber das ist einfach so. Das machen andere nicht anders. Je nachdem, was man da dann durch YouTube bekommt, kann man dann auch ja mehr oder weniger ausgeben für FIFA. Okay, der geht für 1000. Den wollen sie für 1000. Dann geht er auf die Transferliste. Fred, Alter. Fred. Den gibt's nicht auf. Was? Als ob es den nicht auf dem Transfermarkt gibt. Dann ballern wir nochmal für 10.000 drauf. Auch wenn er wahrscheinlich nicht weggeht. Eventuell, maybe, das wäre witzig. So, was war mit dir? Der geht für nicht mal 800. Okay, hätte sich geklärt. Also das weg hier. Audio. Und wir haben 21.000. Was? Als ob den jemand gekauft hätte. Ja, moin. Fred ist weg. Was? Alter, ich habe gerade gesagt, den kauft wahrscheinlich keiner, aber mal gucken. Alter, Fred ist für 10.000 weg. Okay. Okay, Leute, damit wir nicht so viel ausgeben, aber trotzdem einen guten haben, denke ich, nehmen wir uns Witzel. Ja, der ist nicht ganz so teuer. Guck mal, für wie viel wir den kriegen. Wir müssen schon ein bisschen knausig sein und ein bisschen sparen. Alex Witzel hier. Okay, 6-3 ist der günstigste, den holen wir uns. Haben wir im Verein, dann haben wir einen ZM, der ist ganz gut. Also, ich würde sagen, das ist so ein. Ja, es ist ein guter Spieler, kann man nichts falsch machen, denke ich. Der sollte in FIFA auch ganz okay sein. Tempo ist okay und der hat auch gut Physis, also das passt schon. Hauen wir einfach mal rein. Okay, dann ist das Team. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge gerne schreiben. Jetzt zum Ende hin, damit wir das Video noch über 10 Minuten strecken, zeige ich euch ein paar tolle Tore, die ich geschossen habe in der Trainingsarena. Beziehungsweise nicht in der Trainingsarena, in den Skill-Modi. Nicht Trainingsarena, in diesen Skill-Modi. Ja, also das war auch mega cool. 15.000 Coins haben wir, wie gesagt, ich versuche irgendwie in diese Dinge zu kommen, damit ich hier die 27.000 mir snacken kann. Das wäre ganz geil, ja, die 27.000 Münzen. Gucken wir mal. Okay, das war's von diesem Video. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und bleibt dran, die Tore waren echt mega, dürft ihr nicht verpassen. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.